Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir machen mal wieder oder blicken mal wieder auf Schröders Nebenwerte-Watchlist. Natürlich zusammen mit Michael Schröder. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Wir schauen zunächst auf Nordex, den wir hinter uns schon eingeblendet. Und wir sehen auch, die Aktie legt heute am frühen Montagmorgen deutlich zu. Ist es, weil die Grünen jetzt wahrscheinlich Teil der möglichen neuen Regierungskoalition werden? Ja, zunächst einmal habe ich natürlich mit dem 6-Monats-Chart sieht man das ganze Szenario nicht ganz so schön. Hätten wir ein bisschen kleiner wählen müssen. Mein Fehler, aber du sagst es, Montagmorgen. Aber du hast recht, es ist tatsächlich, die Börse tickt in diesem Fall mal wieder recht einfach. RWE als Top-Verlierer im DAX und die Nordex hier über 2% im Plus, eben weil tatsächlich jetzt die Grünen möglicherweise mit in der Regierungsbildung ein Wörtchen mitreden können, also sehr viel Konjunktiv. Schlussendlich, wir sehen jetzt hier bei Nordex die 814. Bodenbildung in dem langen, langen Abwärtstrend und tatsächlich für Trader. Jeder, der sich für die Aktie etwas mehr interessiert, der muss sich halt jetzt mal einen 3-Monats-Chart zu Hause auf den Schirm holen. Da sieht man, fällt die 10-Euro-Marke, kann es hier sehr schnell Richtung 11,50 Euro gehen. Und mich würde es tatsächlich nicht wundern, wenn ja in diesem doch auch oft von Tradern und leicht einfachen Spekulationen getrieben den Markt die Aktie jetzt tatsächlich hier mal anspringt über die 10-Euro-Marke hinaus. Bestenfalls tatsächlich hier 12 Euro der Bereich. Aber naja, wir haben an dieser Stelle oder vielmehr der Kollege Kaubauer an dieser Stelle über die Nordex schon referiert. Das Unternehmen muss erstmal tatsächlich beweisen, dass es mehr Geld verdienen kann. Aber schlussendlich hier montags morgens nach der Wahl, nach diesem Wahlausgang, Nordex tatsächlich eine möglicherweise lukrative Trading-Position. Aber politische Börsen haben kurze Beine, das kann auch schnell wieder verpufft sein. Genau, es kann schnell nach oben gehen, aber man muss halt hier dann unter 9 Euro ist dann wieder charttechnisches Niemandsland nach unten. Wir schauen auf den nächsten Wert. Deutz hast du uns noch mitgebracht. Was ist denn hier momentan der Status quo? Ja, der Status quo ist einmal der hier. Das war eine ganz interessante Geschichte. Volvo. Großaktionär mit 25%, hat ja einen Strategieschwenk gemacht, mehr zu Elektromobilität als zum reinrassigen Verbrennungsmotor, haben sich hier von ihrem 25%-Anteil getrennt zu 6,50 Euro je Aktie. Die Aktie hat dann von 7,40 Euro das Niveau relativ schnell erreicht, wie das eben so ist an der Börse. Und dann hier, wir haben danach wochenlang eine Konsolidierung gesehen, mehr oder minder kaum Kursreaktion, immer zwischen 6,60 Euro. Die Analysten haben erklärt, das Branchenumfeld hält sich auf. Aus China positive Nachrichten, auch hier für die Motorenbauer. Der Vorstand hat eine relativ zuversichtliche Jahresprognose bestätigt. Immer noch hat sich recht wenig getan. Analystenkursziele wurden bestätigt oder hochgesetzt, sogar HSBC 7,80 Euro, Warburg 7,70 Euro. Es hat sich immer noch relativ wenig getan, aber, jetzt kommt wieder das Aber, jetzt tut sich was. Die Aktie scheint aus dieser Konsolidierungsbewegung auszubrechen. Wir haben im Realdepot ja eine Trading-Position eröffnet mit dem Ziel, dass die Aktie jetzt tatsächlich wieder auf das Niveau von vor dem Anteilsverkauf, weil der hat mit der operativen Entwicklung mal gar nichts zu tun, annähert. Und damit ergibt sich hier eine Chance auf einen guten Euro-Gewinn. Daher kann man tatsächlich jetzt das anstehende Momentum, diesen charttechnischen Ausbruch nutzen, so wie wir es mit dem Realdepot gemacht haben, um hier eine Trading-Position zu eröffnen. Und dann mit den nächsten Zahlen, die kommen vermutlich erst im November, wird man sehen, ob hier tatsächlich sich die operative Entwicklung so weiter aufhält, dass hier noch mehr drin ist. Aber dieses Kursziel hier, diese Lücke, gilt es jetzt in den nächsten Wochen bis Jahresende vielleicht zu füllen. Behalten wir auf jeden Fall im Auge. Deutz bleibt auf der Liste. Wir schauen auf Hypoport. Da wurde ja im Vorfeld der Wahl auch schon gemutmaßt, dass man profitieren wird oder wahrscheinlich könnte, weil eben die Regierung, die mögliche, eben in den Wohnungsbau investiert. Ich habe jetzt gar nichts gehört gestern oder heute, ob da jetzt schon irgendwas genannt wurde. Es waren, glaube ich, andere Themen, die im Mittelpunkt standen, aber die Aktie doch im Plus. Richtig, da hast du vollkommen recht. Ich denke, die Regierung ist erstmal, oder die neue Regierung, muss erstmal gebildet werden. Aber dieses Kaufsignal haben wir halt hier im Vorfeld gesehen. Man sieht hier 1, 2, 3 Peaks im 6-Monats-Chart. Es ging immer knapp 130 bis 132 Euro. Und jetzt kam hier der Ausbruch. Es gibt auch operative Indikationen vom Unternehmen, dass es weiter sehr positiv läuft, das Geschäft. Denn der Versicherungsbereich wurde jetzt als neuer Bereich
eröffnet auch hier relativ positive Stimmen zu dem Thema. Aber was uns jetzt hier interessiert hat, ist tatsächlich dieser charttechnische Ausbruch über die 132 Euro. Ging es jetzt vor Wochenschluss ratzfatz nach oben. Wir sind jetzt schon bei 140 Euro. Analystenkursziele, Bärenberg ruft 154 auf. Warburg liegt irgendwo Mitte 140 Euro. Im Jahreschart wird man hier leider keine weiteren charttechnischen Marken sehen. Macht es eigentlich umso interessanter hier nach oben. Ist sehr viel Luft. Und man hat gesehen, hier im April ist das Ganze auch richtig in Fahrt genommen. Also vielleicht spielt die Politik hier auch noch mit, aber auch operativ, fundamental und charttechnisch hier für Hypoport der Daumen ganz klar nach oben. Und das Realdepot ist auch hier schon dabei. Wir bleiben bei Werten, die gleich mal zu Beginn der neuen Woche zulegen können. Auch hier jetzt bei Steico sehen wir heute grüne Vorzeichen. Wir haben schon im Vorfeld darüber geredet, wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt, jetzt zu sagen, dass man da auch auf die Grünen als möglichen Förderer sitzt. Das ist tatsächlich ein bisschen weit hergeholt. Aber wir haben hier in der Vorwoche, was nicht in der Woche vor der Vorwoche, also vor zwei Wochen schon mal darüber gesprochen, dass es hier eine schnelle Kapitalerhöhung gegeben hat. Das Unternehmen hat Aktien platziert zu 1950 bei institutionellen Investoren. Die waren ratzfatz weg, auch der Großaktionär. Er hat hier mitgezogen und man sieht, das Thema taucht im Chart gar nicht auf. Alles andere, es sieht positiv aus, der Aufwärtstrend wird wieder aufgenommen. Diese Kursdelle hier über den Sommer wird jetzt ausgemerkt. Es gab immer mal ein paar Diskussionen, ob das Brexit, weil ein großer Teil des Geschäfts auch hier mit Großbritannien oder in Großbritannien tätigt wird. Aber man sieht, es geht wieder aufwärts. Und hier, wir schauen ja nach vorne, die 22-Euro-Marke, 22,50 €, das ist der Bereich, der jetzt interessant wird. Da sollte die Aktie jetzt sich erstmal magisch anziehen lassen und dann erwarten wir hier, beim Aktionär das Kaufsignal, sprich die Wiederaufnahme des Trends. Wenn du hier einmal auf den Jahreschart klickst, dann sieht man, welchen Trend ich meine. Wir haben einen blitzsauberen Trend, Aufwärtstrend, Seitwärtsbewegung, Aufwärtstrend, Seitwärtsbewegung. Jetzt haben wir hier wieder eine Seitwärtsbewegung, ein bisschen ausgedehnt. Und das Neue, das Schöne, was jetzt aus meiner Sicht kommen wird, in den Herbst hinein, in den Winter hinein, ist ganz klar die Fortsetzung des Aufwärtstrends mit Ziel 25 Euro operativ. Habe ich es an dieser Stelle schon öfter angesprochen. Steico auf einem sehr, sehr guten Kurs hat, mehrere Stellschrauben getätigt, kann man im Aktionär immer wieder nachlesen. Also aus meiner Sicht mit dem Kaufsignal 22,50 €, dann das neue Kursziel 25 Euro. Einen letzten Wert haben wir für heute noch, Isravision, da wollen wir auch drauf blicken. Wird man die Aktie in Kürze im TecDAX wiederfinden? Ja, in Kürze nicht, aber nennen wir es über kurz oder lang. Also das Unternehmen, das operativ definitiv verdient, aber es gibt ja andere Regularien, die wirken, deswegen noch keine TecDAX-Aufnahme. Nichtsdestotrotz, ich habe hier ein, zwei Leseranfragen bekommen, werde das ganze Thema vielleicht für die nächste Sendung auch mal vorbereiten, dass wir eine E-Mail-Adresse einblenden, wo man, ich will nicht sagen Wunschanalysen, aber wo man mal ein paar Themen einfach mal reinschicken kann, mit dem ich mich möglicherweise dann in einer Sendung beschäftigen kann. Viele Kollegen tun das auch. Mache ich es halt auch. Außerdem ist es immer interessant zu sehen, was die Zuschauer draußen für Interessen haben, wo die Interessen liegen. Hier, Isra war dabei. Die Frage ganz klar, warum tut sich hier seit Wochen nichts? Läuft doch operativ. Kann ich nur unterschreiben, operativ läuft es sehr gut. Die nächsten Quartalszahlen sollten das auch nochmal untermauern. Hauck und Aufhäuser hat jetzt hier dieses Niveau zum Anlass genommen. 155 Euro draufgeschrieben in einer aktuellen Studie, in einem Update. Und man sieht, die Aktie ist angesprungen. Schöne, solide Unterstützung hier im Bereich 128 Euro sieht man in diesem Schadenmuster nicht so gut. Geht es jetzt aus dieser Konsolidierung raus, sprich über die 159, 160, dann sollten wir hier in den Herbst wieder die alten Höchststände anlaufen, 173 Euro und mehr. Wie gesagt, operativ hat es dieses Niveau durchaus verdient. Charttechnisch, man sieht, wir sind mit dem Kurssprung jetzt hier in den Trendkanal oben angekommen. Vielleicht haben wir hier nochmal eine kleine Konsolidierung, aber über kurz oder lang, nicht nur in den TecDAX, sondern auch wieder in Richtung 175 Euro Kursziel des Aktionär. Man sieht es hier normalerweise auch, dieses schöne Muster, Konsolidierung aufwärts, also der nächste Aufwärtsimpuls sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nur eine Frage der Zeit. Dann vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.